Das ging ja schnell. Nach einem verschneiten Ostern scheint nun der Frühsommer Deutschland erreicht zu haben. Doch vor einem Spaziergang in der Sonne wartet erst einmal die Politik. Und damit herzlich willkommen zu Die Woche Kompakt, dem Wochenrückblick des Kompaktmagazins. Heute mit folgenden Themen. Lügen entlarvt. Skripalgift kam nicht aus Russland. Als es dann genau gebraucht war, wurde dieser Herr vergiftet. Migrantengewalt. Todesdrohungen an Berliner Schulen. Der Zusammenbruch des Bildungssystems ist in diesen migrantischen Gruppen absehbar. Linker Querdenker. Dieter Dehm spricht Klartext. Ein gut gestylter NATO-Strich, Junge Heiko Maas. Patrioten ins Rathaus. Bürgeraktivisten treten in Thüringen an. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist ja, dass versucht wird, eine Wirtschaftsmigration als Kriegsflucht zu verkaufen. Es ist 15.27 Uhr, als der Terror Münster erschüttert. Ein silbergrauer Kleinbus fährt in den Außenbereich einer Gaststätte in der bei sonnigen 23 Grad gut besuchten Innenstadt. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann sterben. Der mögliche Täter nimmt sich noch im Fahrzeug das Leben. War es ein Anschlag? Die Polizei tappte zunächst im Dunkeln. Um jetzt von einem Anschlag zu sprechen, ist noch viel zu früh. Die Ermittlungen dahingehend dauern noch an. Wer der Täter ist, was ihn motivierte, zu diesem Zeitpunkt war es völlig unklar. Umso erstaunlicher, dass nicht die vor Ort ermittelnde Polizei die ersten Details über den Amokfahrer kennen wollte, sondern die Süddeutsche Zeitung. Gegen 18 Uhr meldete das Blatt, bei dem Täter handelte es sich um einen Deutschen. Quellen für seine Erkenntnisse veröffentlichte die Zeitung jedoch nicht. Doch die Meldung hatte Konsequenzen. Umgehend begannen Diskussionen, ob es sich bei der Todesfahrt überhaupt um einen Anschlag handelt. Für den Sicherheitsexperten Rolf Clement, der die Ereignisse im Fernsehsender Phoenix kommentierte, unverständlich. Also zunächst mal die Frage Definition Anschlag, ja oder nein, das ist natürlich ein Anschlag. Ja. Ob es ein terroristischer war, das ist die Frage. Doch sogar das Wort Anschlag will zumindest der Mainstream-Presse inzwischen nicht mehr über die Lippen kommen. Ob Süddeutsche Zeitung, Spiegel oder Tagesschau, das Geschehen in Münster ist nun eine Autoattacke. Ganz so, als habe sich das Fahrzeug selbst gesteuert. Doch wie gesichert sind all diese Informationen? Tatsächlich wollten sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft in einer zusammenfassenden Presseerklärung am Sonntagmorgen kein Szenario ausschließen. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt lägen schlicht keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund der Tat vor. Der Erklärung zufolge handelt es sich bei dem Täter sogar nur vermutlich um einen 48-jährigen Mann aus Münster. Zu Kontakten, politischen Überzeugungen oder Religion des Mannes, offiziell hört man davon kein Wort. Ebenfalls auffallend, der Westdeutsche Rundfunk, in dessen Sendegebiet sich Münster befindet, berichtete unter Bezug auf Augenzeugen, nach dem Anschlag hätten zwei weitere Personen den Kleinbus verlassen und seien geflohen. Zudem zeigt dieses Amateurvideo die Festnahme eines Mannes nahe des Tatortes. Doch weder dazu noch zur möglichen Suche nach weiteren Beteiligten findet sich in der Presseerklärung der Polizei auch nur eine Silbe. Dabei spricht vieles dafür, dass die Polizei durchaus von weiteren Tätern ausgeht. Das Bundeskriminalamt richtete eine Online-Seite ein, auf der Videos und Fotos von der Tat hochgeladen werden können. Es ist der einzige Fall, bei dem das BKA auf diese Weise um Hinweise von Zeugen bittet. Besonders mysteriös, im hunderte Kilometer entfernten bayerischen Weiden sperrte die Polizei die Innenstadt ab mit einer unmissverständlichen Begründung. Dieser Vorfall in Münster heute Nachmittag hat auch bis in die Oberpfalz ausgestrahlt und auch nach Weiden. Und deswegen sind wir in Vorleistung gegangen, weil wir nicht wussten, welches Szenario sich in Münster genau abgespielt hat. Besonders dreist, obwohl es gesicherte Erkenntnisse bislang praktisch nicht gibt, hofft ein Teil der Mainstream-Presse offenbar auf ein politisch korrektes Motiv. Etwa die örtliche Münstersche Zeitung. Das Blatt spekuliert ohne Quellenangabe über Hinweise auf einen rechtsextremen Hintergrund des Täters. Der anscheinend schlagende Beweis, der Mann habe eine Zweitwohnung in Ostdeutschland. In den sozialen Netzwerken wird die Tat zudem zu Attacken gegen die AfD missbraucht. So schreibt etwa ein Nutzer mit Namen Herr Marabu. Mein Neffe sagte vorhin, als er das mit Münster gesehen hat, das geht auf das Konto der AfD, deren Hetze und Ausgrenzung radikalisiert Menschen. Deshalb bin ich Antifaschist. Ich bin so verdammt stolz auf ihn. Was genau meint der selbsternannte Antifaschist mit seinem Vorwurf? Zumindest der AfD-Abgeordnete Jan Nolte zeigte sich in einer ersten Reaktion denkbar zurückhaltend. Wenngleich wir uns mit Deutschland
seit ein paar Jahren auch immer wieder mit Taten beschäftigen müssen, die aus fundamentalistischen Gründen ausgeführt wurden, scheint es hier zumindest bis jetzt nicht danach auszusehen. Was tatsächlich in Münster geschah, bis jetzt liegt es vor allem im Dunkeln. Was die Öffentlichkeit von den Ermittlungen erfährt, es bleibt abzuwarten. Es lief ab wie nach Drehbuch. Am 4. März fanden Passanten im englischen Salisbury den russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia bewusstlos auf einer Parkbank. Beide waren offenbar mit dem sowjetischen Nervengift Novichok vergiftet worden. Was folgte, erinnerte an die Zeiten des Kalten Krieges. Doch nun hat die Affäre Skripal eine dramatische Wendung genommen. Großbritanniens Regierung duldete keine Zweifel, Russland trage höchstwahrscheinlich die Verantwortung für einen ruchlosen Mordanschlag. So behauptete es zumindest Premierministerin Theresa May am 12. März. Bereits einen Tag später erhob auch US-Präsident Donald Trump Anschuldigungen gegen Moskau. Es sieht zweifellos so aus, dass die Russen dahinter stecken, etwas, das niemals geschehen sollte. Auf welche Beweise May und Trump ihre Anschuldigungen stützten, blieb im Dunkeln. Lügen sind zumindest nicht ausgeschlossen. Der Chef des staatlichen britischen Forschungslabors für Chemiewaffen, Gary Atkinhead, sagte jedenfalls diese Woche dem Sender Sky News: Wir waren in der Lage, es als Novichok zu identifizieren und konnten feststellen, dass es sich um ein militärisches Nervengas handelt. Wir konnten jedoch die genaue Quelle nicht identifizieren. Doch genau dies hatte das britische Außenministerium in einem mittlerweile gelöschten Tweet Ende März behauptet. Außenminister Boris Johnson brachte Russlands Präsidenten Wladimir Putin sogar persönlich mit dem Anschlag in Verbindung. Wladimir Putin hat selbst gesagt, dass Verräter vergiftet werden sollten. Tatsächlich erklärte Putin in einer Rede vor 8 Jahren, Doppelagenten würden an ihrem Verräterlohn verrecken. Ohne Zweifel ein Beispiel für Imponiergehabe des Kreml, jedoch kein Beweis für die Täterschaft im Fall Skripal. Johnson störte das nicht, ebenso wenig wie die Bundesregierung. An Schuldzuweisungen und den umgehend folgenden diplomatischen Sanktionen beteiligte sich auch Außenminister Heiko Maas. Nach dem, was wir bisher wissen, nach der Weigerung der russischen Seite, sich an einer weiteren Aufklärung zu beteiligen, wir uns in Schulterschluss zu der Regierung in Großbritannien begeben und das auch in Zukunft weiter deutlich machen werden. Wenn die russische Seite entlastendes Beweismaterial hat, soll sie es endlich vorlegen. Wenn sie das nicht tut, scheint das auch einen Grund zu haben. Doch warum folgt Deutschland blindlings dem Konfrontationskurs Großbritanniens und der USA? Der AfD-Politiker Hans-Jörg Müller glaubt nicht an ein Versehen. Dies könne man bereits an den Personalien der Großen Koalition erkennen. Dann wurde der einzige Minister mit Verständnis noch für Geopolitik, der nicht zu diesen antirussischen Falken gehört, der einzige Minister, Außenminister Gabriel, wurde entsorgt, wurde durch Herrn Maas ersetzt, der natürlich sofort auch wieder hier in dieser antirussischen Schiene unterwegs ist. Und mit dem Staatssekretär Nils Annen hat der German Marshall fand hier schon einen Staatssekretär bei Maas platziert. Doch nun dürfte Maas in die Defensive geraten. Mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ging bereits ein Spitzenpolitiker des Koalitionspartners CDU auf Distanz zu Großbritannien und indirekt auch zu Maas. Wenn man fast alle NATO-Staaten zur Solidarität zwingt, sollte man dann nicht sichere Belege haben? Man kann zu Russland stehen, wie man will, aber ich habe im Studium des Völkerrechts einen anderen Umgang der Staaten gelernt. Auch Johnson muss sich nun Kritik der Opposition gefallen lassen. Nur den Vorwurf der Lüge vermeidet Labour-Chef Jeremy Corbyn bislang noch. Entweder hat der Minister Informationen, die er nicht mit den Forschern teilt, oder er hat die Quellen nicht geprüft. Doch ist London an der Wahrheit überhaupt interessiert? Auffallend ist, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin wenige Tage vor dem Anschlag neue Sanktionen gegen Russland ankündigte, jedoch ohne konkreten Grund. Dass der Anschlag auf Skripal Teil eines politischen Ränkespiels ist, glaubt jedenfalls auch Müller. In dem Zusammenhang ist natürlich auch zu sehen, dass man jetzt wieder mal einen Vorwand gebraucht hat, um die Daumenschrauben gegen Russland noch mehr anzuziehen. Und komisch, als es dann genau gebraucht war, wurde dieser Herr vergiftet. Gut möglich, dass sich die Drahtzieher des Attentats am Ende doch verrechnet haben. Was sagt eigentlich die russische Regierung zu den Entwicklungen im Fall Skripal? Kompakt TV hat einige Reaktionen zusammengefasst.
Wir erwarten nichts. Wir warten nur darauf, dass schlussendlich der gesunde Menschenverstand triumphiert und den internationalen Beziehungen kein so großer Schaden zugefügt wird, was wir in letzter Zeit wahrnehmen. Das gilt nicht nur für den Fall des Attentates auf Skripal, sondern auch für viele andere Aspekte innerhalb der internationalen Beziehungen. Man muss sich wieder in einen Rahmen gesunder politischer Prozesse begeben, die auf fundamentalen Normen internationaler Rechte basieren. Dann wird der Zustand der Welt stabiler und prognostizierbarer sein. Während Russland aus allen Ecken an die Logik appelliert und zu einer maximal transparenten Untersuchung im Fall Skripal aufruft, bevorzugt es die britische Seite, sich nicht mit einfachen Vermutungen zu beschäftigen, sondern damit eine gezielte Desinformationskampagne auszuarbeiten. Организация и Великобритания проводятся нетранспарентно. Die Zusammenarbeit zwischen dem Technischen Sekretariat der Organisation und Großbritannien wird nicht transparent durchgeführt. Russland sowie andere Staaten, Mitglieder des Vorstandes, sind ausgeschlossen worden. Uns wird gesagt, dass man uns mit den Resultaten dieser Untersuchung, mit dem, was die Experten in England gemacht haben, nur dann bekannt machen wird, wenn Großbritannien den guten Willen dazu haben wird. Aber wenn man weiß, wie sich unsere sogenannten britischen Partner aufführen, wird klar, dass man auf den guten Willen nicht zählen kann. Так сказать, партнеры на их добрую волю рассчитывать не приходится. Eine Grundschülerin wird mit dem Tode bedroht und antisemitisch beleidigt. Die Täter suchen bereits nach Gehilfen für den Mord, weil das Mädchen nicht an Allah glaubt. Geschehen ist dies nicht im afghanischen Taliban-Gebiet, sondern mitten im Berliner Stadtteil Tempelhof. Weil der Vater sich anonym an die Presse wandte, kam der Skandal ans Licht. In Berlin begrüße ich jetzt Andreas Wild, AfD-Mitglied und fraktionsloser Abgeordneter im Landesparlament. Herr Wild, was sagt dieser Vorfall über den Zustand an Berlins Schulen aus? Die Grundproblematik besteht darin, dass wir zu viele Moslems in Berlin haben, dass wir zu viele Moslems in die Klassen gelassen haben. Im Moment ist natürlich das Problem, dass wenn wir also mehr als 10% migrantische Bevölkerung in den Klassen haben, sich dort keine Subkulturen, sondern sie haben dann plötzlich die Hauptkultur zu vertreten. Und das macht im Grunde einen Einfluss unserer Leitkultur, unserer Deutschen, dann unmöglich. Und das führt dazu, dass diese Subkulturen sich stark fühlen und eben auch zu solchen Übergriffen kommen kann. Kann man sein Kind noch mit ruhigem Gewissen an eine Berliner Schule schicken? Es kommt darauf, wo ich es in die Schule schicke. Es gibt hier in Steglitz-Zehlendorf oder in Köpenick natürlich Schulen, wo man wenig migrantische Kinder hat. Es gibt aber in Neukölln, in Kreuzberg, in Wedding Schulen, wo wir praktisch ausschließliche Ausländerklassen haben. Das ist dramatisch. Gleichwohl ist es nicht überraschend. Es ist seit Jahrzehnten absehbar, dass diese Entwicklung kommt. Wir haben im Grunde eine Unbeschulbarkeit von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und der Zusammenbruch des Bildungssystems ist in diesen migrantischen Gruppen absehbar. In manchen Stadtteilen und damit auch Schulen Berlins sind Migranten mittlerweile in der Mehrheit. Ist es zu spät für eine Wende? Man hätte diese Bevölkerungswanderungen entsprechend lenken können. Man hätte Zuzugssperren machen können. Das hat man nicht gemacht. Jetzt hat man diese Ghettobildung. Nun müssen wir versuchen, dass wir den Menschen, die hier in unserer pluralistischen Gesellschaft, in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung keine Zukunft sehen, weil sie dem Islam anhängen, dass wir diesen Menschen eine Brücke bauen, wie sie den Weg in die Welt des Islam zurückfinden. Und diese Welt des Islam wird nicht hier in Deutschland sein, die wird in Ländern sein, die überwiegend islamisch sind. Tragen Lehrer eine Mitschuld an Vorfällen wie in Tempelhof? Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Mainstream
Argumentation so ist, dass wir also sehr tolerant sein sollen und alles Mögliche tolerieren sollen. Auf der anderen Seite wir unsere eigenen Positionen, unsere deutschen und unsere christlichen Positionen nicht verteidigen. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit von vielen Lehrern in vielen Klassen auch so den Kindern beigebracht. Das ist suboptimal, aber dass man jetzt den Lehrern eine Schuld gibt, das denke ich, führt zu weit. Mut zur Wahrheit heißt dahin gehen, wo es weh tut. Mut zur Wahrheit heißt die Tatsachen sprechen lassen, nicht die Ideologie. Mut zur Wahrheit heißt nicht mit den Wölfen heulen, der schweigenden Mehrheit eine Stimme geben. Haben Sie Mut zur Wahrheit, lesen Sie Kompaktmagazin. Als Musiker und Songschreiber wurde Dieter Dehm einst bekannt. Der Hit »Tausend und eine Nacht« von Heinz-Rudolf Kunze stammt aus seiner Feder. Seit 2005 sitzt der Kommunist und Kriegsgegner zum zweiten Mal für die Linke im Bundestag. Doch bei seinen Genossen eckt Dehm regelmäßig an. Etwa als er sich gegen eine Diffamierung von Asylkritikern aussprach. Nun sorgte der 68-Jährige erneut für Schlagzeilen. Denn angesichts der Kampagne um den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal fand der Politiker unmissverständliche Worte für Außenminister Heiko Maas. Eigentlich sind es Routinetermine für die Linkspartei, die Ostermärsche der Friedensbewegung. 2018 in Berlin mit dabei der linken Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm. In seiner Rede griff er Außenminister Heiko Maas wegen dessen Agieren in der Affäre um den vergifteten Doppelagenten Sergej Skripal scharf an. Das ist die Situation, in der ein gut gestylter NATO-Strichjunge, wiederhol das nochmal, ein gut gestylter NATO-Strichjunge Heiko Maas meint, jede Rechtsmäßigkeit und das Grundgesetz mit Füßen treten zu dürfen. Äußerungen, die für heftige Reaktionen sorgten, doch nicht bei Maas oder der SPD, sondern in Dehms eigener Partei. Der Berliner Lokalpolitiker Oliver Nöll beantragte den Parteiausschluss des Bundestagsabgeordneten und Nöll erhielt postwendend prominente Unterstützung, etwa von Landeschefin Katina Schubert, die per Twitter gleich eine ganze Schimpfkanonade gegen Dehm abfeuerte. Dieser habe mit seinen Querfrontaktivitäten ehrverletzenden Vergleichen, antisemitischen und homophoben Äußerungen der Linken fortgesetzt Schaden zugefügt. Gemeint waren vermutlich auch Äußerungen wie diese auf dem Berliner Ostermarsch. Dort verlangte Dehm unter anderem, dass dieser Antirussismus aufhört, genauso wie der Antikommunismus, genauso wie die Gewerkschaftsfeindlichkeit, denn das zeichnet den Antifaschismus von der politischen Korrektheit aus. Tatsächlich steht Dehm schon länger in der Schusslinie des linken Establishments, denn er gilt als enger Vertrauter von Fraktionschefin Sarah Wagenknecht und ihrem Ehemann Oskar Lafontaine. Beide liefern sich seit Monaten einen kleinen Krieg mit der Parteispitze um den Kurs der Linken. Für Streit sorgte Dehms Einladung des französischen EU-Kritikers Jean-Luc Mélenchon zum Jahresauftakt der Linken im Januar. Dehm habe das Treffen auf Wagenknecht und Lafontaine zugeschnitten, so die Kritik. Ein Vorwurf, den Mélenchon auf seine Art sogar bestätigte. Deutschland ist nicht nur Angela, Martin, Sigmar, sondern Oskar, Sarah und mein sehr lieber Dieter. Auch beim Thema AfD liegen Dehm und seine Spitzengenossen auseinander. Dehm lehnt die AfD als Gegner scharf ab. Doch zugleich macht er das Versagen der Linken für den Aufstieg der Alternative verantwortlich. Ja, die Linken haben es Maul verboten, bekommen jetzt sagen es die Rechten. Und die Sprachregelungen sind dafür da, dass du sofort wie eine Sau durchs Dorf getrieben wirst. Ich habe ja jetzt so meine Antisemitismusgeschichte gerade hinter mich gebracht. Dass Dehm tatsächlich aus seiner Partei ausgeschlossen wird, halten Beobachter für unwahrscheinlich. Die Grabenkämpfe innerhalb der Linken durfte der Streit jedoch weiter anheizen. Sie sehen die Woche Kompakt, den Wochenrückblick des Kompaktmagazins. Gefallen Ihnen diese unabhängigen Nachrichten und möchten Sie auf diese Sendung auch künftig nicht verzichten? Dann helfen Sie uns, die hohen Produktionskosten aufzubringen. Mit einer Spende über PayPal. Wie Sie helfen können, finden Sie in der Sendungsbeschreibung und in unseren Einblendungen. Und jetzt haben wir weitere Meldungen im Überblick. Immer mehr Salafisten. Die Salafisten-Szene in Deutschland wächst nach Informationen des Tagesspiegels weiter.
Mit dem Ende des ersten Quartals 2018 sei ein Stand von 11.000 Personen erreicht worden. Das gehe aus Tendenzmeldungen der Landesbehörden für Verfassungsschutz hervor. Damit hat sich die Zahl der gefährlichsten Islamisten innerhalb von 5 Jahren verdoppelt. 2013 hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz 5.500 Salafisten gemeldet. Besonders viele Salafisten gibt es demnach mit 850 in Berlin und mit 798 in Hamburg. Spahn will mehr ausländische Pflegekräfte. Gesundheitsminister Jens Spahn will mehr Pflegekräfte aus dem Ausland holen und die Anerkennung von Abschlüssen beschleunigen. Pflegekräfte aus unseren Nachbarländern einzuladen ist die nächstliegende Option, sagte Spahn der Rheinischen Post. Innerhalb der EU gäbe es die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Bei der Anerkennung von Abschlüssen müssen wir allerdings noch schneller werden, betonte der Minister. AfD zählt Übergriffe gegen deutsche Schüler. Sachsen-Anhalts AfD will mit einem Fragebogen die Zahl deutschfeindlicher Übergriffe erfassen. Nach Angaben der Mitteldeutschen Zeitung verteilten die Landtagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt und Hans-Thomas Tilschneider in dieser Woche entsprechende Flyer vor Schulen in Halle. Schon seit Monaten erreichen uns Meldungen, dass Ausländer auf unseren Schulhöfen ihre Mitschüler beleidigen, erpressen und verprügeln, heißt es demnach in der Broschüre. Sie enthält einen Fragebogen, in dem Schüler angeben sollen, ob und unter welchen Umständen sie schon einmal gewaltsam attackiert wurden. Merkel muss weg-Demo in Berlin. Nicht nur in Hamburg, auch in Berlin forderten Oppositionelle das Ende der Merkel-Regierung. Mehrere Dutzend Menschen zogen am Mittwoch in Sichtweite des Kanzleramtes. Dabei forderten sie den Rücktritt der seit mehr als 12 Jahren im Amt befindlichen Regierungschefin. Die Berliner Merkel-muss-weg-Demonstration hatte bereits im vergangenen Jahr wöchentlich stattgefunden, war nach der Bundestagswahl jedoch zunächst beendet worden. Puigdemont darf nicht ausreisen. Der frühere katalanische Autonomiepräsident Carles Puigdemont darf Deutschland nach wie vor nicht verlassen. Der Politiker müsse sich nach seiner vorläufigen Freilassung regelmäßig einmal pro Woche bei der Polizei in Neumünster melden, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf Details des Beschlusses des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts am vergangenen Donnerstag. Auch einen Wechsel seines Aufenthaltsortes innerhalb Deutschlands müsse Puigdemont unverzüglich bekannt geben. Spanien verlangt die Auslieferung des Politikers. Im Osten Thüringens werden die Bürger im April zu den Wahlurnen gerufen. Im Kreis Altenburger Land wird ein neuer Landrat, in der Stadt Altenburg der Oberbürgermeister gewählt. Mit auf dem Zettel stehen auch Andreas Sickmüller und Frank Schütze. Zwei unabhängige Kandidaten, die von der AfD unterstützt werden. Jetzt sind sie uns zugeschaltet. Was ist das Ziel Ihrer Kandidatur? Unsere Idee, aktiv in die Kommunalpolitik einzusteigen, hat sie sich praktisch ergeben aus der Fehlentwicklung in der Bundespolitik, die sich dann ja massiv auch auf die kommunale Ebene auswirkt. Ich sage da nur Investitionsstau. Wir gehen davon aus, dass die Veränderung von unten her passieren muss, sprich über die Städte und Gemeinden. Der Städte- und Gemeindetag hat sich für einen Zuzugsstopp für Flüchtlinge in besonders belasteten Kommunen ausgesprochen. Was könnten Sie auf kommunaler Ebene tun, damit der Druck durch die Massenmigration geringer wird? Zunächst mal natürlich alle rechtlichen Möglichkeiten ausloten, die in Richtung keine weitere Aufnahme geht. Und ein kleines bisschen habe ich ja dennoch Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, dass vielleicht durch den neuen Bundesinnenminister da auch eine Entwicklung kommt, wo zumindest die geduldeten oder abgelehnten geduldeten und subsidiär geschützten, dass dort gewisse Möglichkeiten sich eröffnen, dann auch Rückführungen umzusetzen. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist ja, dass uns seit Beginn dieser Massenzuwanderung versucht wird, eine Wirtschaftsmigration als Kriegsflucht zu verkaufen. Ja, und viele Menschen hier angekommen sind mit ungeklärter Identität, also praktisch hier eingereist sind ohne gültige Papiere. Wir denen hier das komplette Sorglospaket schnüren. Krankenversicherung, kostenlose Wohnung, Taschengeld, WLAN, Telefon, wir kennen das ja alles, was da passiert. Ja, und das ist ein Problem, das gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz auch der Mehrheitsbevölkerung gegenüber verstößt. Und das muss natürlich angegangen werden, genau über die Schiene. Erstmal Identitätsfeststellung, alle, die hier keinen Anspruch hätten oder haben tatsächlich, das sind ja, denke ich mal, weit über 90%, dann auch rigoros abzuschieben. Sie sind bei dem Bürgerforum Altenburger Land aktiv, das große Kundgebungen während der Flüchtlingskrise organisiert hatte. Würden Sie als Landrat oder Bürgermeister an solchen Kundgebungen teilnehmen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Es gibt ja auch gewisse Pflichten, die man dann als Amtsträger einzuhalten hat. Was ich mir persönlich vornehme, ist natürlich auf jeden Fall den Kontakt zu dieser Basis, zu der Bürgerbewegung zu halten und ja auch eine gewisse Veränderung der politischen Kultur zu etablieren, damit die weg von diesem elitären Gehabe geht, wie wir das jetzt meines Erachtens zumindest bei uns vorliegen haben. Wir wissen natürlich, wie das politische allgemeine Gemenge funktioniert, dann schlussendlich, wenn es zu einer Stichwahl kommt. Aber sollte tatsächlich der Fakt eintreten, dass einer von uns beiden oder vielleicht sogar wir zwei in Verantwortung kämen, wäre das natürlich ein Signal, das weit über die Landesgrenzen hinaus wirken würde. Und da müssten wir, denke ich mal, selber gar nicht bei einer Demo mehr dabei sein unbedingt. Das würde parallel sowieso weiterlaufen. Die Signalwirkung wäre die, dass wir halt im Amt sind. Das war's für heute von Die Woche Kompakt. Am kommenden Sonntag sehen wir uns wieder. Tschüss.